Hallo ihr Lieben, heute ein kleiner Zwischenbericht wegen der glutenfreien Ernährungsumstellung bei uns zu Hause. Ich hatte letzte Woche ein Video hochgeladen, das kann ich euch unten gerne verlinken, da mein Sohn so oft Bauchschmerzen hat und ja, ich musste jetzt oder muss immer noch unsere Ernährung erstmal auf glutenfrei und komplett milchfrei umstellen. Es ist viel besser gelaufen, als ich gedacht hätte. Bis jetzt hatte der Kleine keine Bauchschmerzen, kam jetzt, doch, einmal hatte er Bauchschmerzen, da hatte er irgendwas Süßes gegessen, ja, das, ich weiß nicht mal, was das war, Schokolade oder keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich verschiedene Sachen jetzt ausprobiert, glutenfreie Nudeln aus Mais, haben alle gegessen, aus Spaghetti haben auch alle gegessen, ich kann das nochmal einblenden, ich habe Reis mit Gemüse gemacht, es gab Quinoa, es gab also verschiedene Sachen, die die Kinder eigentlich nicht so oft vorher gegessen haben. Es hat ihnen geschmeckt, sie haben es gegessen. Glutenfreies Brot, ich habe von, ich glaube, Baukhof, ich weiß gar nicht mal, wie die heißen, ich kann das ja auch nochmal einblenden, so ein Fertigmehl probiert. War sehr lecker, hat den Kindern geschmeckt, auch meinem Mann. Ich habe auch nochmal selber Brot gemacht, also selbst das Mehl gemahlen, bis auf das Reismehl, das habe ich gekauft. Vielleicht mache ich auch nochmal ein Video dazu, zu dem Brot, das kann ich euch auch nochmal einblenden. Ist erstaunlich gut geworden, hätte ich gar nicht gedacht, weil der Teig von glutenfreien Broten ist ganz anders als die anderen Teige. Ja, der ist nicht so fest, der ist total matschig. Am Anfang dachte ich, oh Gott, das wird ja gar nichts. Aber es ist gut geworden, es schmeckt auch erstaunlich gut. Ich habe da zum Beispiel Hirse genommen, also einfach Hirse, richtig schön gewaschen, dann nochmal getrocknet im Ofen mit leichten Temperaturen. Dann habe ich es zu Mehl vermahlen, habe da noch Reismehl dazu gemacht, Buchweizenmehl, was habe ich noch dazu gemacht, verschiedene Sachen. Und habe daraus dann ein leckeres Brot gemacht. Es ist wirklich lecker und macht satt. Darauf hat mein Kleiner dann Nutella bekommen. Zwar jetzt nicht die Nutella, die es normal überall gibt, sondern die vom Alnatura, da gibt es so eine Nutella. Die ist, da ist zwar Zucker drin, aber keine Milch ist da drin und keine anderen Inhaltsstoffe, die jetzt niemand kennt, sondern ich glaube Zartbitterschokolade, irgendwie sowas. Kann ich euch auch nochmal unten verlinken, könnt ihr euch mal die Nutella anschauen. Das ist jetzt zwar auch nicht das Beste, aber ihm schmeckt's. Dann hat er nochmal selbstgemachte Marmelade da drauf bekommen. Was haben wir denn noch gegessen? Also guckt nochmal auf mein Instagram, da tue ich auch nochmal alles posten. Es gab Suppen. Es gab ja, selbstgemachte Pommes, ganz lecker, schön gewürzt aus dem Ofen. Auf jeden Fall ist es bis jetzt ganz gut gelaufen. Jetzt gibt es Streit. Wie gesagt, bis jetzt lief es ganz gut. Was mir jetzt auffällt, ist, dass sie ab und zu nach Brezel fragen. Ja, das, irgendwie vermissen die das noch. Also sie kriegen einmal die Woche Brezel, wenn wir am Samstags einkaufen. Und es war halt diesen Samstag nicht so. Es gab glutenfreie Brezeln, die haben sowas von ekelhaft geschmeckt. Ich habe es probiert, war wirklich ekelhaft. Die wollten die auch dann nicht essen. Die wollten die andere Brezel. Habe ich nicht gekauft. Ansonsten bis jetzt alles ganz gut. Also, ja, eigentlich müsste ich dreimal auf dem Holz klopfen. Mal gucken, wie es jetzt weiterläuft. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und ja, dann wünsche ich euch alles Liebe und bis bald zum nächsten Video. Tschüss!